Und dann sind die Leute auch schon deutlich auf und sind rangekommen an ihn. Wobei hier natürlich solche extrem speziellen Plus ja. Und noch ein Repetitivfahrzeug, das ist ein enorme Gang, zwar 250 PS, aber eben Serienfahrzeug. Macht er aber sehr gut, muss ich sagen. Also, jetzt ist das nicht. Ja, Frontantrieb. Da könnte man so etwas nicht sehen, sondern nicht in den Autos, sondern nicht, weil natürlich beim Backup fahren. Nochmal mehr Last auf die Hinterachse geht und dadurch wird die Vorderachse dann ganz gut entlastet und noch weniger Traktion. Sven Kapa. Dann wird er hart gehen, das wird gleich anders aussehen. Aber er bleibt zumindest im Fluss und bleibt nicht fast stehen, wie der Fremd liegt. 29, Herr Schmidt. Gruppe F geht wieder frei. M3-Maschine, wie zum Beispiel der Wagen von Sven Kapa zuvor. Deutlich weniger fest. Etwas mehr als die Hälfte, würde ich sagen, so um die 170. Jakob Mann zusammen mit Carina Möller. Der Mann im Jahr 95. Das ist Janik Neuhill, der jüngere Bruder von Steffen. Auch jung, 94 geboren, also 21 Jahre alt.
Die 36, Timo Broder aus Hamburg, die klinische Beifahrerin, die der 45, Gottes Armann, Student aus Lüden. Gibt es auch wirklich technische Probleme, oder warum ist der R3T, die Turbo, die ist deshalb hier bei uns zur Unterrichtung kommt. So, ein Audi, das ist ein großes G-Fahrzeug. Er hat mich schon zweimal gut gewehrt.
60. Hier ist ein ehemaliger Beifahrer, der sich als ein durchaus verkabler Nummer 70, Auto von D&H Motorsport aus. Driver Jahrgang 66 zusammen mit Stefan Seewald. Immer der Jahrgang der ersten Nachbar ganz aktiv ist. Jahrgang 84. Die 71, Enrico Gonat, Christian Laun. Das war der nächste Cup von Opel-Titeln, die es ja und so weiter. Die letzten Cups, die jetzt laufen, die hatten ja drei, noch jetzt wieder zwei. Mit Cup, das war über das Auto, jetzt reicht das Auto beim Anbremsen. Überbremst hier die 73 auf das Auto von hier nach Supersport. Aber schon gut rangefahren jetzt. Mit der 1,30. Und das ist ein ganz sympathischer Fahrer. Das ist ein Mann, der viele Jahre immer mit ins Auto auf 80 ist. So, wir machen weiter mit der 75, Frank Gudermann, Friederike Preuß. 65 Baumhöhle, 1,4. Die 76, das ist ein Toyota Yaris, also, was man selbst nochmal bei sich ganz selten wird, wenn ich es sieht. Älterer Yaris, das erste Jahr 2013. Seit 7 Jahren Kundenfeiße, die aus Kassel. Mit der 77, Jörg und Silvia genau gesagt, Fiat 1.9, Mittelmotorauto, da hat Fiat mal für die Mittelmotorauto entwickelt, das war relativ billig. Das ist ein ganz sympathischer Mann, auch seit 10 Jahren immer dabei, Holger Stracke. Und Mike Böttger fährt mit seinem Wartburg 312, der nun alle Bedingungen ein. Und das ist die 81, Andreas Schwan, Sebastian Nagel von FC Grünheim. Haben alle die Kopfkrawanten über 70 PS. Bei einem Gewicht von um die 600 Kilo. Und da kann man natürlich unheimlich spät anbremsen. Setzen konnte, dass das Einlenken dann noch möglich war. Jetzt mit der 80, tut mir sehr leid, weil das sind auch ganz regelmäßige Starter hier. Colin und Paul Detzner, Vater-Sohn-Team. Das heißt, Vater sagt an, Sohn fährt mit einem Wartungsmotor.
aber auch die haben die große technische Probleme. Und waren jetzt hier ganz langsam und vielleicht schaffen sie es ja, wenn sie hier raus und aus der Prüfung, noch das rettende Ufer des Service Parks zu erreichen. Und vielleicht gibt es ja später für die beiden noch was. Die 83. Diese Kaiser hier zu Hause immer ganz gut unterwegs, allerdings eine lange Pause, fast ein Jahr nicht gefahren, ich glaube, in dieser Saison noch gar nicht. Und